So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Wir gehen direkt in die Arena, nachdem wir mit dem alten Herrn hier gesprochen haben. Haha, this gym is great, it's full of women. Aha. Okay. Pflanzenarena, wenn ich mich nicht irre. Das dürfte eine Pflanzenarena sein. Hoffe, ich liege richtig, dann ist das endlich der Ort für Vranja zum Trainieren. There's no way I can let some unknown trainer go straight to Erica. Ich habe mich auch nach Ende des letzten Parts noch nicht informiert über die Angriffe und wie ich sie aufteilen werde und wem ich was beibringe. Liegt einfach daran, dass ich das direkt im Anschluss aufnehme und nun erstmal in die Arena möchte. Und ich glaube, beziehungsweise ich glaube, mein Unterbewusstsein wusste noch, dass das hier eine Pflanzenarena ist und ich eigentlich keine zusätzlichen Angriffe brauche, denke ich, weil man sieht, Vranja haut ein Bisaflor um. Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor. Hoffe ich. Ich hoffe, das war richtig. Und erreicht sofort Level 56. Und da sieht man mal wieder, ihr Angriff ist besser als ihr Spezialangriff. Sanflora, wir bleiben drinnen mit Vranja. Werden nun die etwas sichere Variante wählen, nämlich Flammenwurf. Hoffe, das reicht aus. Es wäre schön. Nein, es reicht nicht. Autsch. Hui. Das war übel. Hat gut Schaden angerichtet. Sollte uns aber nicht aufhalten. Ich bin hier sogar schon fast sicher, dass ich in diesem Part schon gegen die Arena-Leiterin kämpfen kann, wenn ich Glück habe. Breloom, wir bleiben drinnen. Breloom ist ein Kapilz, oder? Ja, ein Kapilz. Fireblast. Da Flammenwurf nicht ausreicht, sollte Kapilz jetzt definitiv down gehen durch Fireblast. Denke auch, Kapilz ist eher physisch ausgelegt. Deswegen hat das ausgereicht. Oh, bla. Ja, manchmal komische Aussagen drauf. Gut, als erstes nun heilen, nämlich Vranja. Mit einem... Ah, okay. Das sind tatsächlich Tränke. Etwas bessere Super Potions. Ne, etwas besser als Super Potions. Das ist gar nicht mal so übel. 80 Leben. Nein? Warum nicht? Machen wir es halt so. Sparen wir uns den Hypertrank. Mehrere hiervon sind gar nicht mal so schlecht, um zwischendrin zu heilen. Wie man sieht. Naja. Könnte man tatsächlich überlegen. Weil drei davon kosten nur 1050. Ein Supertrank kostet 1200. Bedeutet, wenn man es nicht so eilig hat. Also zwischen den Kämpfen zum Beispiel. Wie komme ich denn hier durch? Ah, da. Nee. Hä? Wie komme ich hier durch? Moment, ich bin... Vergesst es. Ich kann hier einfach durchgehen. Dachte ich. Oder auch nicht. Diese Arena verwirrt mich. Kann ich hier durch? Da kann ich durch. Das kommt ein Doppelkampf. Okay. Mit Kaby und Vranja gegen ein Trainerpärchen. Na gut. We protect Erica. We're going to protect Erica. Oh nein, sie werden Erica protecten, schützen. Ein Victrobeel, ein Vileplume, Sarazenia und Giflor. Gift und Pflanze, beziehungsweise Pflanze, Gift und Pflanze gegen Feuer und Stahl. Stein. Kannst du kurz nachdenken? Das ist die Frage, womit greifen wir denn bezüglich Kaby an? Das Sarazenia hauen wir mit Vranja um. Und Kaby darf mit Iron Tail auf das Vileplume. Leider verfehlt Vranja. Kaby ist schneller als die beiden. Das erstaunt mich jetzt gerade. Oh, das ist normal effektiv, das ist schlecht.
Das ist ganz schlecht. Es könnte sein, dass KB jetzt drauf geht. Ja, das war's mit KB. Ich hasse Giflor. Warum kann Giflor... Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Vanya, Fireblast, bitte. Danke. KB zählt auf dich. Hoffentlich geht dieses Victory Beer jetzt down. Bitte, Sarazin, er kippt um. Danke. So, KB, jetzt bitte noch das andere. Einmal bitte Stahlschweif. Eisenschweif heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ja, hat getroffen. Sollte reichen. Ja. Sehr schön. Keine Verluste. We lost. We couldn't win. Oh nein, wir haben euch besiegt. Das ist aber schade. Wie heilen wir denn jetzt KB am besten? Wir haben noch ein PP. Abfällt mir gerade mal auf. Wie viel Leben hat KB? Über 200? 177. Vanya hat fast genauso viel Leben. Das erschreckt mich so ein bisschen. Wir sollten uns mehr von diesen Limonadenteilen kaufen. Das Problem ist noch, die sind ziemlich lästig zu kriegen. Dann nehme ich doch lieber eine Hyper-Potion. Das ist einfacher und geht schneller. So. Und dann können wir auch schon wieder weiter. Ich frage mich nur, wo? Da nicht. Ist das euer Ernst? Wie komme ich hier durch? Ja. Kann ich hier durch? Dadurch? Hier kann ich durch. Das ist furchtbar. Hier kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang, da kann ich durch. Okay, so langsam verstehe ich das System, glaube ich. Dachte ich. Hier kann ich vorbei. Dadurch stehe ich hinter der Trainerin. Das bringt mir auch nichts. Ah. Do you think a girls only gym is rare? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ein Executor, ein Kokowai gegen Vranya. Wie wär's denn mit... Ich würde ja gern Fireblast einsetzen. Es sieht wohl so aus, als müssten wir die Arena nochmal vorzeitig verlassen, bevor wir gegen die Arenaleitung antreten, um unsere Pokémon zu heilen, beziehungsweise um unsere Angriffe wieder aufzufüllen. Passt mir zwar nicht, aber lässt sich wohl nicht ändern. Boah, macht das gut Schaden. Ich bin erstaunt. Level 57 für Vranya. So sollte das eigentlich schon vor ein paar Folgen sein. Skeptile, wir bleiben drinnen, weil ich nicht weiß, was es genau ist. Ein Gekkabor? Du kannst Erdbeben. Ist das dein Ernst? Und du bist schneller als Vranya. Okay. Die Message habe ich verstanden. Hoppla. Schade, dass jetzt Fireblast leer ist. Bedeutet, wir müssen entweder auswechseln oder hoffen, dass sie ihn besiegt. Vranya besiegt ihn natürlich. Das könnte ich anderes denken. Oh, I lost. Ja, you lost. Oh nein. Dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe mal, das ist nicht die Arena-Leiterin. Nein, ist es nicht. How can I get you to understand my hobby, which is talking in a deep voice. Das ist bei Frauen manchmal, glaube ich, ganz interessant. Ab. Oh, ein Eispflanz-Pokémon. Das ist ein Geschenk für Vranya. Ich weiß, dass wir schneller sind. Hoffe ich. Ich hoffe nur, dass der Levelunterschied das jetzt nicht kaputt macht. Weil dieses Pokémon hat absolut keine Chance gegen Vranya. Auf Wiedersehen. Deine Vierfach-Schwäche gegen Feuer sollte ausreichen. Jawohl. Blöd nur, dass es jetzt etwas hagelt. Ich hoffe mal, das zieht nicht allzu viel Leben ab. Ansonsten müssen wir auswechseln. Na? 10. Okay. Carnivine. Ich weiß nicht, was es ist. Ich tausche sicherheitshalber aus auf Sinnmas, weil ich nicht weiß, was dieses Pokémon kann. Ich habe es bisher einmal gesehen, habe mich gewundert, dass das ein Pokémon ist, weil das sieht sehr merkwürdig aus. Ring Out ist, glaube ich, eine Prio-Attacke. Macht auch gut Schaden. Hätte gereicht, um Vranya zu besiegen, scheinbar.
Ja, wir werden immer noch getroffen. Es wird natürlich auch getroffen. Und jetzt hauen wir mal zurück. Wie wär's denn mit Psycho Cut? Oh. Aha, Käfer ist also effektiv gegen Pflanze. Käfer ist effektiv gegen Pflanze, dann wäre Xizor gar kein so schlechter Angriff für Sinmas. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so übel. Müssen wir uns mal überlegen. Okay, dieses Pokémon scheint vom Typ Unlicht zu sein. Wir senden Sayasca in den Kampf. Ist Käfer denn auch effektiv gegen Psycho? Autsch. Hoppla. KB, ich glaube, du bist gefragt. Dieses Pokémon macht Probleme. Ich kann auch Probleme machen. Zum Beispiel mit... Probieren wir es mit... Nee, mit Iron Tail. Wir sind schneller. Ich habe dieses Pokémon irgendwie schneller eingeschätzt. Es ist super langsam. Und es hat eine miese Verteidigung. Oder KB hat einfach einen enorm guten Angriff. Je nachdem, auf jeden Fall ist es nun besiegt durch Hagel. Das ist schon eine Ansage. Tschüss. Das Pokémon finde ich sehr merkwürdig. Ich müsste mal nachschauen, durch was sich das entwickelt. Ein Parasekt. Parasekt. Wir wechseln auf Rania. Wobei Parasekt ist speziell ausgelegt. Und wir haben nur noch Flammenwurf. Na, ich hoffe, es klappt. Es wäre schön, wenn es klappen würde. Oh, es reicht. Ich bin erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Schön. Boah. Ja, boah. Das hätte ich dann auch gesagt in dem Fall. So, wie komme ich jetzt hier durch? Kann ich hier irgendwo links, links? Ja, da kann ich links. Aber es bringt mir nichts. Hä? Ah. Muss doch da oben hin. Okay, da kommt scheinbar auch die Arenaleiterin. Dann gehen wir jetzt hier irgendwie raus, wenn ich den Weg finde. Wenn ich den Weg finde. Wohlgemerkt. Hier lang. Na. Kann ich hier nicht irgendwo nach rechts? Hier auch nicht. Wie bin ich denn hier hingekommen? Oder war es auf der anderen Seite der Durchgang? Hier? Nee. Ich bin blöd. Ja, ich weiß. Weil ich nicht mehr weiß, wo der Durchgang hier ist. Diese Arena macht mich wahnsinnig. Wo ist hier bitte der Weg? Der muss hier. Kann ich jetzt hier rechts? Nein. Doch. Ah, ein Weg. Ein einziger Weg. Okay. Ja, Mutti ruft dann. Ist egal. Wir nehmen nun Okt. Hier. Der könnte auch seinen Auftritt in dieser Arena wieder haben. Aufgrund seines Flugtyps. Fliegen nun zurück. Moment. Bin ich jetzt da, wo ich hin wollte? Ja. Werden unsere Pokémon eben heilen. Vranias Attacken auffrischen, damit wir Fireblast wieder zur Verfügung haben. Und werden uns dann der Arenaleiterin widmen, obwohl wir schon etwas weiter fortgeschritten sind in dieser Folge. Bin gespannt, wie das funktionieren wird. Im Hinterkopf denke ich schon gerade über die Verteilung der Attacken nach, die wir gekauft haben. Zum Beispiel Xizor für Sinmas, damit er eine effektive Attacke gegen Pflanzenpokémon hat. Das wäre gar nicht mal so sinnlos. Ich könnte Vranja auch Solarstrahl beibringen. Was in Kombination mit Sinmas Sunny Day gar nicht mal so schlecht sein dürfte. Kommen wir hier irgendwie durch? Ja, da lang. Energy Ball könnten wir auch Vranja beibringen, weil das macht auch immerhin ganz gut Schaden und ist auch speziell. Es gibt so viele Attacken, die man anderen Pokémon noch beibringen könnte. Wie kommt man jetzt hier durch? Okay, das war die nächste Frage. Genau, ich erinnere mich. Das habe ich... Kommen wir hier durch? Da können wir durch. Aha. Können wir hier durch? Dann können wir da oben durch. Nach links. Genau. Und jetzt können wir zur Arenaleiterin. Hoffe ich. Richtig.
Wir schicken Vranja als erstes rein, dann wollen wir mal. Hello, lovely weather, isn't it? It's so pleasant, I'm afraid I might doze off. My name is Erica, I'm the leader of Saladin Gym. Oh, you're from Yota, you say? How nice. Oh, I'm sorry, I didn't realize that you wished to challenge me. I know, I have been training myself on not only flower arrangement, but also Pokémon battle. I shall not lose. Gegen Erika. Trainerin der, oder Arenaleiterin der Pflanzenarena. Das erste Pokémon ist ein Jumpluff. Jumpluff? Jumpluff? Ich weiß es nicht. Fireblast. Und dieses Pokémon ist schneller als wir. Bitte mach es schnell weg. Es hat Egelsamen eingesetzt. Das ist schon schlimm genug. Oha, und du hast jede Menge Leben. Und hältst einen Flammenwurf aus. Das ist ungünstig. Aua. Okay, Flammenwurf ist... Genau, sie heilt sich jetzt. Ich gehe aber davon aus, dass Flammenwurf mehr als die Hälfte in Schaden macht. Erleben. Sollte es zumindest. So zwei Drittel. Jawohl. Wow, Flammenwurf ist besser als ich dachte. Wir müssen dringend auswechseln, sobald wir dieses Pokémon besiegt haben, weil sonst geht mir Vranja aufgrund des Egelsamens da drauf. Sunnytail, Sonntag, natürlich, du setzt Sonntag ein, verstärkst immer noch Vranjas Attacken. Wobei, jetzt könnten wir auch Sinnlos in den Kampf schicken. Der mag Sunnytail auch besonders gerne. Ich finde das gerade ziemlich witzig, dass sie jetzt Sonntag einsetzt. Vranja reicht Level 58. Nächstes Pokémon wird sein Tangrowth, ein Tangela. Wir wechseln auf Okt. Einfach nur, damit der Egelsamen weg ist. Jetzt bin ich gespannt. Bestimmt setzt dieses Tangela gleich Solarstrahl ein oder sowas. Fliegen. Focus Blast. Dein Ernst. Aua. Ganz großes Aua. Stopp. 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 Danke. Puh. Das war echt nicht nötig. Und dann wechseln wir sofort wieder auf Vranja aus, weil der Sonnentag, den müssen wir ausnutzen. Zack. So. Oktisch erwartet, dass dieses Pokémon jetzt umkippt. Es lebt noch. Oh oh, oh oh. Du setzt gleich Focus Blast ein. Wechseln auf Sinnlos. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Pokémon so viel aushält. Genau, setzt wieder Focus Blast ein. Sinnlos sollte dem besser wobei es ist Focus Blast und nicht Focus Punch. Ich hätte Puri oder Sayasuke reinbringen sollen. Aua, 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 aua. Psycho-Cut. Ich hoffe mal, das macht etwas an Schaden. Oh Gott, macht das wenig Schaden. Okay, wir verlieren Sinnlos, weil ich nicht nachgedacht habe. Nicht genug. Autsch. Der setzt dreimal Fokusblast, eigentlich viermal ein. Und dreimal trifft er, weil das eine Mal ich geflogen bin. Deswegen hat er nicht getroffen. Sayasuke, übernimm du was mal bitte. Psychokinese. Nein. Warum ist dieses Pokémon so schnell? Sayasuke, wir brauchen jetzt irgendeinen Angriff. Autsch. Ich glaube, das ist ein physischer Angriff. Meine Güte, macht das Schaden. Was ist das denn? Hey. Das ist nicht witzig. Okay. Okay, wir bringen Puri rein. Letzte Hoffnung, die ich jetzt noch gerade habe, dieses Pokémon mal eben umzuhauen. Das kann ja nicht angehen. Au. Falls Puri den Angriff überhaupt überlebt. Oh.
Okay. Rania. Sonnenlicht ist jetzt natürlich jetzt gerade vorbei. Ich weiß, Flammenwurf. Zwei Pokémon aufgrund dieser Weiterentwicklung des Tangelas verloren. Was ein Monster. Wirklich. Naja. Oktarich Level 59, das ist schön. Jetzt kommt ein Victreebeel. Wir bleiben drinnen. Satsinia. Richtig. Fireblast. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch Probleme haben könnte bei so einem Pokémon. Satsinia besiegt. Nächstes Pokémon. Meganium. Ein Megani. Wir bleiben drinnen. Fireblast. Jetzt bin ich gespannt. Das Pokémon ist, glaube ich, speziell ausgelegt. Weiß nicht, ob das reicht. Nein, es reicht nicht. Reflect. Ja, dann nehmen wir Flammenwurf. Reflect erhöht dessen Verteidigung. Ist aber unwichtig. Wir greifen speziell an. Megani besiegt. Sehr gut. Sehr gut. Blossom. Blossom. Wir bleiben drinnen. Vorletztes Pokémon. Oh, nicht Papinelle, ein Blubella. Fireblast. Wir verfehlen. Nicht Petal Dance, das macht so viel Schaden. Aua. Trotz Nicht-Effektivität. Oh, das macht immer so viel. Fireblast. Rania. Nein. Der Angriff ist so stark. Autsch. Aber es hat sich selbst verwirrt. Wir werden diese Chance nutzen und uns selber mal eben heilen, weil ich möchte ungern auf andere Pokémon jetzt wechseln. Weil da bleibt eigentlich nur KB. Alle anderen kippen sofort um. Hoffe mal, es verletzt sich selbst. Oder es setzt gleich wieder Petal Dance ein. Es setzt wieder Petal Dance ein. Dieser Angriff ist so extrem stark. Man muss bedenken, der Angriff ist nicht effektiv und zieht mir trotzdem über ein Drittel meiner Leben ab. Das ist enorm. Und er ist speziell. Branias Spezialverteidigung ist jetzt nicht die schlechteste. Bei KB macht das noch mehr Schaden. Das ist das Schlimme daran. Ja, jetzt kommt es mit einer Citrusbeere. Das ist unwichtig, weil das... Oh. Das heilt mehr, als ich erhofft habe. Greif dich selbst an. Sehr gut. Jetzt reicht der Flammenwurf definitiv. Sehr schön. Sollte eigentlich reichen, wenn ich Glück habe. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Letztes Pokémon. Leafeon. Ha. Sinmas, schade, dass du besiegt bist, sonst hätte ich dich wahrscheinlich in den Kampf geschickt. Einfach aus Jux und Laune. Don't go easy on me, give me everything you've got. Ich weiß, du hast einen guten Angriff. Hehe. Will-O-Wisp. Ja, jetzt kommst du mit Schwertanz an. Was Sinmas noch erlernen muss. Ich hoffe, er lernt es bald, weil Schwertanz werde ich ihm definitiv beibringen. Flammenwurf. Okay, das macht schon mal gut Schaden. Wow, ich hätte es gar nicht einsetzen müssen, Will-O-Wisp. Ich hätte direkt Flammenwurf einsetzen können. Und damit erreicht Ryan Level 59 und hat aufgeschlossen zu allen anderen. Looks like I underestimated you. Oh, I concede defeat. You're remarkably strong. I shall give you the Rainbow Badge. Und damit haben wir den nächsten Kanto-Orden erhalten. Der fünfte? That was delightful. Nee, that was a delightful match. I felt inspired.
Please, I wish you to have this GM-19 as a special token. It is Giga Drain. It's a wonderful move that drains half the damage it inflicts to heal your Pokémon. It is indeed a horrifying move. Kriegen wir Giga Drain, Giga Sauger? Das war glaube ich der sechste Ort, wenn ich mich nicht irre. Losing leaves a bitter aftertaste, but knowing that there are strong trainers spurs me to do better. Additionally, I've heard that they are allowing entry into Saffron City now. Ah, I should give you my number 2. Ich frage mich, wann ich mal gegen diese ganzen Arena-Leiter wieder antreten darf, weil das wäre schön. Jetzt müssen wir nur noch aus dieser Arena irgendwie rauskommen. Das wird schon schwierig genug. Kann ich hier? Nein, doch hier, da. Jetzt nach rechts. Schön. Irgendwie nach unten. Da. Rechts. Oben. Hier lang. Kann ich hier irgendwo rein? Genau. Hier runter und irgendwo nach links. Oder was rechts? Oh, rechts geht auch. Ah, es gibt mehrere Wege. Ich bin erstaunt. Gut, ich würde mal sagen, Mutti ruft uns jetzt wieder an. Ist aber gerade unwichtig, denn wir fliegen jetzt zurück zum Pokémon Center. Werden dort unsere Pokémon heilen und gleichzeitig den Part auch beenden. Von daher, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge Pokémon Storm Silver. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir uns Richtung Saffron City begeben werden und den anderen Pokémon ein paar Attacken vielleicht beibringen. Bis dann. Ciao, ciao.